Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, wie ihr gerade gesehen habt, Terminator. Ich bin mega gespannt. Die ersten Bilder sahen echt cool aus, aber es ist von den Machern, die auch Rambo gemacht haben. Ach, und das war halt jetzt nicht gerade so der Knaller. Daumen drücken, dass das jetzt hier was Besseres wird. Stell die Gamma-Werte ein, dass mittlere Schädel gerade noch sichtbar ist. Also bei mir ist er gerade noch sichtbar, bei euch, oh, bei euch ist er ein bisschen mehr sichtbar. Ah, sind Dreier, okay. So würde ich sagen. Lass uns mal auf 50%. Also Menü finde ich so schon ein bisschen 80er Jahren ist hier so ein bisschen cool, ja. Dann kann man Schärfe ein Betrag unbegrenzt. Oh, die Musik. Auf 70. Nicht, dass es hier noch Content ID gibt. Vielleicht machen wir das dauerhaft Gefecht ab. Oder ne, machen wir was. Schwierigkeit extrem. Schwer, normal, einfach. Wir lassen einfach Sprache Deutsch. Steuerung, lassen los, Mäuse. Lass mal alles auf Standard. Zurück. Ja, also nicht wundern, Mausi ist gerade, es ist morgens. Da ist immer noch etwas sehr liebebedürftig, wie ich es wahren kann, aufzustehen. Leg dich hin hier. Ja, Gesundheit. So, neues Spiel. Auf einfach. Ich bin nicht so der Shooter-Spieler. Oh, da unten ist ja das Skynet-Zeichen. Okay. Ich bin mal gespannt, ey. Drückt die Daumen, dass es nicht so was ist wie Rambo oder wie die anderen Terminator-Spiele. Die waren eigentlich alle Rotz, die bis jetzt so rauskamen. Terminator ist so ein geiler Film, aber irgendwie haben sie immer versaut mit dem Merch und also mit dem Merch, also mit dem, was dazugehört. Also Spiele und alle drum und dran. Das Entwicklerstudio, was das im Auftrag von denen gemacht hat, ist On August 29th, 1997. Kommen wir auf den Namen. Skynet, a computer system built to protect us. Became self-aware. Und wir wissen ja alle, mit CD Projekt Red, die Polen haben was drauf. And decided to act. Judgment Day, nee, umsonst habe ich mir eine Polen genommen. Marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before. Also auf den Boah, leck mir am Arsch. Also auf den ersten, nur der erste, das erste Fühlen des Spiels und der erste Augenblick. Come on, come on. Hat was. Where are the others? So where's the rest of the resistance? I don't know. Ah! No! No, no! Also ich fühle mich wirklich wie in den ersten Terminator-Filmen. Listen to me, the auto man. Get under that bus now. Keep moving, quick. I'm through. This is Private Jacob. I know who you are. There's an evacuation point on the other side of town. You need to get there. Indoor.
Okay, falsch. As soon as you get down the street, turn right and run as fast as you can. Viel zu looten. You don't have time for this. They're coming. Hoffen wir mal, dass es dann auch einen Zweck hat mit dem Looten. Also Dreieck ist jetzt mit der Hand. Naja. Mal gucken, ob da noch was Besseres bei rauskommt. Vielleicht ist es ja nur temporär. Die besten Terminator-Teile sind wirklich noch die ersten beiden. Obwohl das neue Ding, also nicht das ganz neue, das wo... wo wieder neu aufgelebt wurde. Stop. There are T-800s patrolling. Wo die mit dem Mädchen ist. Make sure they don't see you. There should be a gun in there. Pick it up. Ist auch nicht schlecht. Next, there's a vent hidden behind a picture. It will lead you out of there. Thank you.
Kiddo. I don't want to go with you. No, you don't, but we can't stay here. Who's there? Oh, thank God. You're from the Resistance. See, Patrick? He's going to help us. No, they're going to get us. Please, you need to help me. My little brother, he just won't listen. I'm not going. Leave me alone. I said leave me alone. I know you're scared. But staying here is not an option. I'll protect you and your sister, okay? Okay. Thank you. I'm Jennifer, by the way. I've heard there's an evacuation point near here. Yeah, I know. My people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there. Come on, let's go. Where's the rest of the Resistance? I don't know. I came here looking for them myself. So it's just you then? This way! But Pasadena was safe. It was. Until all the soldiers were pulled out from the area. Through here! Terminators! Get down! Get down! What's going on? Shh! Aaron said these attacks happen more often as the line gets closer. Miss Aaron, has she seen the Annihilation Line? Seen it? She's been on the other side of it. We're here. How gracious of you to finally join us. Where's your father? He's not coming. God damn it. Tell Ryan that we need to leave, now! No! Just let me think. Jennifer, thank God. Oh, you're from the Resistance. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Ich komme ja auch bekannt vor. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now, but listen. I know that Colin wants us to go, but I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here. And you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. Don't you think somebody should go and look for them? I mean, you're from the Resistance. It's your call. I'll search for other survivors. Good, I'll get the bus ready. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, and take this. You'll probably need it. Oh, eine richtige Waffe, endlich. Chasing ghosts? That's what we do now? Fucking hero.
Die Rose hinterlässt ja nichts, oder was? Scheiße. Anyone there? No one's here. Is anyone here? Nothing. Anyone in here? Who's there? I've come to get you. There's an evacuation point not far from here. You need to get there, fast. No, I'm not leaving. Have you seen what's out there? That giant spider, it's going to get us. You have to destroy it. I already took care of it. It's safe now. Oh, thank God. Thank you. I don't see anyone else. I'm heading your way. I see them. We're almost there. Come on, let's clear the path. Yeehaw! This reminds me of a good old duck hunt in the swamp. More of them coming! Jennifer, what's the holdup? Tin cans coming! Oh, gold trophy. Jennifer! Get in! Go, go, go! Ist das schon gold? Hold on, I'm getting out of here! Vielleicht ein Plan hier. Also bis jetzt ist das Feeling gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und wenn man so rumläuft und so, ich weiß ja nicht, wie viele von euch den ersten und den zweiten Terminator kennen. Also die richtig alten, ne? Aus der 80er. Ja?
wenn sie da so Rückblende gemacht haben, wie damals war, ist ja in unsere Zeit gekommen, aber in der Zukunft, wie das da aussah und wie die Terminatoren da durch die Stadt gelaufen sind und am Auto und das fühlt sich schon realistisch an, muss ich sagen. Also steckt viel Liebe zum Detail drin. Hätte ich jetzt, muss ich auch leider gestehen, so nicht erwartet. Die ersten Bilder sahen ja ganz okay aus. Aber ihr wisstet, wie es aussieht mit den ersten Bildern. Ich sag ja nur Aliens von Sony. Von Sega. Das sah in der Präsentation bei der EA so geil aus und allgemein. Und dann keine Schatten, teilweise irgendwelche Effekte, viel totaler Rotz. We need to stop soon. Okay, we'll do that. I don't think we've been properly introduced. I'm Ryan. That over there is Erin. She's a doctor of the group. Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jacob. I'm a private from the Resistance. Pacific Division. Pacific? You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So, it's true? The Annihilation Line's coming? It wasn't the Annihilation Line. It was something else. Then what was it? To be honest, I'm not sure myself. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. Let's get off the road. Pull up over there. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Erin, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. Sake of this group. But you had one job today and you dropped the fucking ball. I don't have to listen to this shit. Sure, walk away, asshole. It's locked. Ich habe eine Werkbank. Handwerker. Okay. Coole Sache. Man kann sogar viel herstellen. Aber mir fehlt hier überall eins. Yeah.
That'll work. Ach, ich brauchte nur, um einen Dietrich herzustellen. Das war ja Zufall. Hoo-wee. All this for us? Oh, did I startle you? What do you want? I'm so glad you asked. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the Resistance, and where I'm heading, they used to have an outpost. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Talk to Ryan and see if he needs anything. I'm moving out now. Let's meet at the bridge. And don't make me wait, will you? Pipe bomb. This will do some damage. Ooh, schön. Vieles Zeug zum Looten. Ist noch mehr? Nö. Gucken, ob wir was herstellen können. Nein, 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 nein. Hey, thanks for earlier. If it wasn't for you, I probably would have started completely freaking out. Die Charaktere sind wie gestaltet. Also nicht optisch, ich meine jetzt so vom Feeling her miteinander. I guess we all have. I just wish I could find something that would take his mind off all this. At least for a moment. Anyway, that's wir kriegen so, all ah, I wanted okay, to say. Wir kriegen so ja Nebenaufträge, wir haben nicht nur Stuart's Story. Stuart's Story, Mensch. What about your father? What happened to him? He protected us from a tin can. Also wir kriegen nicht nur Hauptmission oder so. Wir haben auch Nebenmissionen und die kriegen wir von den einzelnen Charakteren, so wie das aussieht. He was lying there, dead on the floor. I'm sorry, I don't think I'm ready for this. Besser kennen. Were there any resistance in Pasadena? They were stationed just outside of town, since I can remember. I tried to convince, but apparently we were okay, wrong. Mit 4 können wir auch die Kommentare schneller machen. Also abbrechen. Seems a repair might take a couple days. How's it looking inside? There's a lot of supplies there. Looks like someone left them for us. Wie heißt denn der alte schwarze Schauspieler? Seems too much of a convenience. Better keep your eyes open. But speaking of supplies, we don't have much. Ich habe so einen scheiß Namensgedächtnis. Inside this crate. Von Little Weapon. Vom Original Little Weapon. Der. Listen, I know that finding the resistance also is your number one priority. But if you stumble upon a set of tools while you're out there, please bring them to me. I must have lost mine during the escape. Good luck. Okay, Werkzeuge finden. Oh. Ja, wie gesagt, wir haben hier auch noch Looten. Können hier auch ordentlich looten. Innerhalb der Basis. Oh.
Journalist. Mit Autos kriegen wir nicht auf. Erstmal hier schön außen. Bevor wir jetzt hier dahin gehen, wo wir hin sollen. Ah, ich brauche einen Dietrich. Mittel. Habe ich denn jetzt genug, um Dietrich herzustellen? Wir gehen erstmal weiter. Was haben wir denn hier noch? Zwei Dietricher, denke ich mal, weil hier ist schon wieder eine Tür. Auch Mittel. Nee, raus wollen wir jetzt noch nicht. Hier ist nur das. Sorry for panicking before. It's just that. Why do they always have to look like spiders? Ein Dietrich können wir herstellen. Knackfähigkeit ist niedrig. Gut. Dann machen wir es wirklich mal auf und rennen jetzt hier mal ein bisschen durch die Kante. Ja. Also man merkt wirklich, dass viel Liebe zum Detail drin steckt. Wenn ihr jetzt Geräusche hört, nicht wundern, meine Tochter ist gerade gekommen, also die Kleine mit Frauchen. Nichts mit Mittagsschlaf. Also sie hat gegähnt die ganze Zeit. So, wir wollen jetzt natürlich die... wir haben hier noch eine große Wummel. Hey. Also nee, das ist nur... drei. Drei mit hoch. This is Rivers, over. Yeah, yeah, I see you. I found myself a lookout spot. No sign of any tin cans so far. A couple of crawlers, but nothing you can't handle. Wir lassen uns jetzt einfach mal hier drinnen. Und gucken jetzt einfach mal. Da geht's lang, hier geht's auch lang. Wir gucken erstmal, ob wir hier irgendwas zum Looten finden. Bevor wir da, weil das sieht ziemlich offensichtlich aus. Ne, wir sollen da hoch, so ja. Ne, dann können wir doch hier rein. Oh. Und Munition. Alles herrlich. Oh, PC. Speichern. Oh, Spiel gespeichert. Cool. Also wir finden hier irgendwo PCs und können dann speichern. Ach, gucke an. Wir können ein Medikit herstellen. Und ein Dietrich können wir herstellen. Munition noch nicht. Okay, Munition kommt später. Okay, aber wir können das herstellen. Thank you.
Ah, wir haben eine Gebietskarte. Alright, I see two resistance outposts. You go about your business while I stay here and enjoy the view. And please don't do anything stupid. Wir gucken uns erstmal. Oh yeah. Out. Ach, also es ist nicht, geht nicht stur geradeaus. Es gibt mehrere Wege zum Ziel. I think I know that. The way you're shooting, I thought you'd need all the advice you could get. It's a dead end, boy. Are you sure you want to waste everyone's time? Wir müssen Munition sparen. Wer weiß, wo ob die hier irgendwann rar wird. I found something. Well, aber fuck wir me haben then. Gefunden. Dietrich. Das war jetzt einfach. Oh. Hier ist jemand tot. Naja. Also wird. Ich habe jetzt auch wieder nur die 90-Grad-Winkel gemacht. Also ich denke mal, das wird dann so sein, dass wir... Oh, hier kann ich aufschießen oder was? Okay. Ich habe einen trockenen Hals. Es führen viele Wege nach Rom, so wie man... Ich muss einen Schluck Wasser nehmen, ich habe total den trockenen Hals. Wir müssen da irgendwie, aber da kommen wir nicht rein. Ja, ist einfach nur ein Schrägbacken und dann... Ich habe gedacht, das ist jetzt bei jedem Schloss irgendwie anders oder so.
Ja, ein bisschen stupider, aber okay. Ja, wenn man sich das alles anguckt, es steckt wirklich viel Liebe zum Detail drin. Einfach. Ich bin zu niedrig von der Knackfähigkeit bei einfachen Dietrichen. Ich denke mal, das ist ein Storyverlauf oder so, so gemacht. Ja, Bomben bauen, Munition. Das zeigt 14 Dietriche, ey. So viel brauche ich gar nicht. Denke ich mal. Ich brauche Munition, das ist eher wichtiger. So, beim nächsten Mal stelle ich aber was anderes her. Speichern. Juna? Schatzi? An attack order signed by Commander Baron. Wo bist du? And it's only from a couple of days ago. Ist hier hinter Papi? Oh, hier sehe ich noch was. Nee. Ja, ein Are you there? Kommt man da. Yeah? Did you find anyone? Not yet. I'm going to the second spot. Maybe they're there. Whatever. Schön. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, schön, ne? Der war aber nicht dran. Doch, der war da dran. Der war in der Schüssel. Du musst doch nicht das Vögel Fleisch fressen. Sie sucht noch für ihre Jungen. Jetzt. Die haben noch zu der Zeit keine Jungen mehr. Ja, wir sind fürs Nest. Da war der hier. Oh, noch eine Waffe. Ich wollte, da habe ich beinahe die Waffe übersehen. Ich wollte noch zu dem Tisch. Hier war doch noch irgendwo dieser Tisch zum Bauen.
Wald vor lauter Bäumen nicht. Da ist er. Ne, dann heben wir uns noch alles auf. Ich will mal Munition und so herstellen. Hoppala. Ich bin Terminator. Irgendeine Rücktür irgendwie? War da nicht ein King und ein Hund? Will mich da jetzt Leute? Oder? Ich hab die ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen, die Filme. Ist ein kleiner Bauch. Schifferhund. Hey, fuckhead! Your radio's on! Or was I supposed to hear that? Fucking creep. Oh. Trophäe. Neue Fertigkeiten verfügbar. Habe ich denn hier immer noch ein Schloss? Spielladen, Optionen. So, Missionen habe ich hier, Inventar. Oh, da habe ich aber schon ordentlich gesammelt. Fertigkeiten. So. Tarnung, Waffen, Sprengstoff.
Schlösser knacken. Herstellen. Dann machen wir erstmal Schlösser knacken. Erster Level 6 verfügbar. Wir haben noch einen, glaube ich. Herstellen. Ne, mehr haben wir nicht. Ich habe jetzt erstmal auf Schlösser knacken und herstellen gemacht, weil herstellen ist wichtig wie Munition und so. Hacken. Wir können auch hacken. Also das kommt als nächstes dann. Mit den PCs finde ich schon ganz cool, so oldschool. Was haben wir denn hier? Audio. Täuschkörper. Okay, machen wir einen Täuschkörper. Und das war dann schon wieder. Ein Medikit nehmen wir noch mit. Da habe ich was von der Granate abgekriegt. So, jetzt machen wir uns aber auf hier wieder zu dem Gelben, wo wir hin sollen. Weil es gibt hier so viel zu looten, so viel zu entdecken. That's plasma storage and your promise to sign. Don't you guys usually destroy them on site? Ich muss so viel looten, aber man braucht ja das Zeug für die Granaten und alles. Bin mir spannend, ey. Ich habe mich selber in die Luft gejagt. Ich habe aus Versehen Granate genommen. Ich wollte eigentlich nur Waffen wählen. Ich war aber gerade ein bisschen perplex, weil die Fliegeteile da nur rumgeflogen sind, aber nichts gemacht haben. Vollpunkt war hier in der Garage, okay. Täuschkörper. Oh, Plasma nehmen wir auch. Ja, yes. So.
das Stück herstellt. Wartet. Achso, da war die Schnellauswahl. Habe ich vorhin ja nicht gesehen. You alive or dead in there? Alive. Just checking. Kann aber viel schleppen. Auf dem Klo? Nee, ist noch dreckig. Ach, da geht's gar nicht. Ja, schade, ich dachte, ich kann hier hoch irgendwie. Egal, gehen wir halt wieder runter. Jetzt wird es dann langsam ein bisschen kniffliger, ne? Seht ihr?
Buckhead. I saw some movement in the factory. Resistance? Nah, it looks like a scam. Mist, ich bin aus Versehen. Aus Versehen gegen die Wand gerannt. Scheiße. Ich wollte eigentlich links und dann da rein. Und irgendwie bin ich ein bisschen hängen geblieben. Naja. Ich muss wenigstens nicht ganz von da hinten wieder anfangen. Oh, so ein Dietrich ist mit bei. Gut. Ja, so ja Sachen, die ich vorhin nicht erfunden habe. Ja. So, das ist alles schon zerstört, ah. Cool. Da nicht durchkommen sollen. Give him a thank you card. You keep looking. Thank you.
Wer? Die Tricher habe ich genug, da wollen wir jetzt mal Dinge herstellen. Let's see. Looks like they were keeping an eye on an old university hospital not far from here. They must have moved on to that hospital. All right, I've got everything. What's the status on that factory? Colin? Can you hear me? Colin! Shit. Jetzt habe ich den ersten Mal Dietrich zerstört. Aber eigentlich ist das mit dem Dietrich nicht einfach. Wir speichern mal noch schnell. Zurück an den Zug kommen. Schade, ich habe gedacht, wir können auch mit Auto fahren. Ich habe ihn gekillt eigentlich mit dem mit den Granaten. Also mit den Explosionsdingern hier. Oh yes. Yes. So sieht das schön aus. Ob ich da jetzt wieder hinkomme, vorhin, wo wir vorhin waren? Weil das sieht jetzt wieder wie nach einem neuen Stützpunkt aus. Weil ich will ja noch alles holen. Ich habe ja noch gar nicht alles. Colin, where are you? Can you hear me? Nee, das ist nur... Moment, das klingelt gerade. Oh Gott. Ja?
für einen Nachbar und für mich. Also das Fahrrad nicht für meine Tochter. Da muss ich nur gucken, wie ich das jetzt mache, dass ich das dann rausschneide, weil ich wollte ja eigentlich angezockt nicht schneiden. Ich wollte die nicht bearbeiten, ich wollte die wirklich reines Gameplay euch zeigen. Aber jetzt muss ich wohl bei dem hier ein bisschen was schneiden. Wer bist du denn? Der andere war kopflos oder was? Habe ich mich da jetzt richtig... Nee, der hängt noch runter, okay. Jacob Rivers, marked for termination. Wer bist du? Are you all right? Jacob? Jacob? Jacob! Okay. Jetzt noch. Warte. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 15. Nicht? Ja, Mausi. Ein bisschen viel, wa? Ich will schon, wie ich das mache. Ich werde das mit meinem Schneideprogramm. Ich habe da ein extra Programm, wo ich schneiden und zusammenfügen kann. Da geht die Qualität nicht verlust. Schneide ich das erst da an den Stellen und dann. Aber nicht alles zusammen. Colin's dead. And the stranger I saw is nowhere to be found. I told them about everything. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now, nowhere is safe. So we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. But nothing happened. Jacob? Are you awake? How long have you been sitting there? Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Don't tell her that. Okay. She's already at the medical district? Yep. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Heat from a plasma rifle cauterized the wound. That's why he's not bleeding. But damage to the skin made the burn prone to infection. That's what we need to worry about. Wow. You're really smart. Na, Hacken kann ich noch gar nicht nehmen. Ich könnte jetzt... Tarnung, Waffen... Sprengstoff... Überleben, Rucksack... Rucksack weitere Reihen hinzufügen, ist ganz gut. Schaden um 10% verringern. Mehr Erfahrung, auf jeden Fall. Schneller lernen. Ach, scheiße. Also ich werde auf jeden Fall alles mal auf schneller lernen machen. I learned all that before the war, and thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off. Oh.
Vorratskiste. Cool. Morning. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present. When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. How's Mark doing? Not great. But hopefully, Jennifer... Ach so, hier kann ich jetzt wieder schneller machen, okay? How do you feel about... What do you want me to tell you? That I feel guilty? That I care? Right now... Come on. Okay. Do you think you could help more people? Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Do you need help with anything? No, I'm fine. I had to learn to do things by myself for quite a while, sweetie. Now... How did you know about the annihilation? I heard the rumors, like everyone else. I was in the middle of operating on a little girl. Machines killed most of us, but they decided to keep me alive. Maybe they thought it would be worth having a doctor in there. What happens at those camps? People get tortured. I had to bear witness to the atrocity. You're actually the first person that wasn't afraid to ask. They're all scared of me, like I'm carrying... About that camp. What work? Most of the time, I moved bodies for disposal. Sometimes my cellmate, Karen, was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder. Did Skynet ever notice she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that after the birth, the baby came early, and Karen died giving birth. She didn't even get to see her child. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and then we just lay there, waiting for them to throw us out. Okay. Were you still behind? Yes. We couldn't find it. We ran to... Hey, you're off. See you later. Ich werde die Kommentare jetzt hier einfach mal schnell überspringen. Oh, hier. Da ist die Werkbank. Munition. Die Triche habe ich 17, das reicht erstmal. Okay, now sit. Roll over. Fetch. Ah. We've got Jacob. Ach, der hat jetzt den Hund, den wir hier geholt haben. Ich hab jetzt einfach mal schnell gemacht. Das ist doch das Lager, wo wir waren. Das ist doch der Typ. You wanted to talk to me? Good to see you. Ich mach mal jetzt ganz schnell. You have a map. Couldn't you find the map? Okay. Ah, alles klar. Okay, wir bleiben definitiv hier und gehen dann halt weiter wieder raus und machen den nächsten Auftrag. Okay. Dann kommen wir dann doch noch hier ran. Okay. Gut zu wissen. Also geht mir nichts verloren. Gut. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal aufhören.
und mein Fazit mal dazu abgeben. Also vom Amtszocken her macht es echt Spaß. Es ist halt ein ganz normaler Ego-Shooter im Singleplayer. Aber das Feeling, ich weiß nicht, ich kann es schlecht beschreiben, aber das Feeling ist auf jeden Fall, man fühlt sich wie in den alten Terminator-Filmen, mit viel Liebe, also hier wird echt mit viel Liebe zum Detail gearbeitet, aber ich bin mal der Meinung, wenn es jetzt nicht so ist, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal eher, das polnische Team hat nicht so viel Geld bekommen, um das Spiel zu machen. Man sieht, dass viel Liebe zum Detail drin steckt, aber man hätte wesentlich mehr draus machen können. Aber so an sich eigentlich ein gelungenes Spiel. Muss ich, also besser auf jeden Fall als Terminator. Als hier, wie hieß das? Rambo-Ding. Das war ja von der Grafik her absolut grottig und Steuerung und so. Da ist das jetzt wirklich viel, viel, viel besser. Und meiner Meinung nach das beste Terminator, was ich jemals gespielt habe. Weil die ganzen Terminator-Spiele, die so rauskamen, Master System, Mega Drive, damals PlayStation 1 kam, glaube ich, auch und 2 kam auch ein Terminator. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Die waren alle Rotze. Die waren halt da immer so dahin geklatscht und so. Die waren, hatten kein Herz, keine Seele. Aber hier fühlt man sich wirklich wie in den alten Filmen, auch mit Liebe zum Detail. Hier der Hund, der kleine Hund und der Junge. Die Türen alle verrostet. Ja, hier kann man dann durch. Aha. Auch die Stimmung und so, die hier aufgefangen wird. Also, finde ich geil. Finde ich so an sich echt geil. Es ist jetzt kein AAA-Spiel, will ich auch gar nicht sagen, aber es macht Spaß. Die Story, so was ich jetzt mitgekriegt habe, ist cool. Leider halt in Englisch. Da hätte ich mir vielleicht, aber das wäre dann wieder zu viel Geld gewesen, weil synchronisieren kostet ja auch wieder Geld. Aber ihr seht, die Polen haben was drauf. Ja, also von daher, Daumen hoch von mir. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Vielleicht machen wir das, wenn wir mit den laufenden Projekten gerade fertig sind, auch mal, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie lang die Story ist. Vielleicht lohnt sich das mal auch an 1, 2, 3 Tagen mal das zu Let's Playen. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie ihr das finden würdet. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.